Die Gigamodul-Erweiterung wird einfach mittels Kabel am Thermofox-Datenlogger angeschlossen. Dieser übernimmt die gesamte Datenaufzeichnung und Messwertverwaltung. Es können Messleitungen mit verschiedenen Längen und Kabelenden für unterschiedliche Elektroden am materialfeuchte Gigamodul angeschlossen werden. Wie diese zum Einsatz kommen, wird im Folgenden noch genauer erläutert. Insgesamt können so bis zu 8 feuchte Sensoren gleichzeitig analysiert und kontinuierlich gespeichert werden. Über die beiden Temperaturfühlereingänge des Thermofoxes kann zusätzlich zum Beispiel die Bauteil- oder Holztemperatur aufgezeichnet werden. Auf Wunsch stehen hier verschiedene Typen und Sensorlängen mit bis zu über 50 Meter zur Verfügung. Unsere Standardmessleitungen verfügen am Ende über 2 4 mm Büschel bzw. Bananensteckverbinder. Diese können direkt verwendet werden, um unsere Datenlogger mit gängigen Elektroden auch anderer Hersteller zu verbinden. Als Beispiel soll hier eine klassische Einschlagelektrode für Mauerwerk und Holz dienen. Stecken Sie die Bananenstecker einfach in die dafür vorgesehenen Löcher der Elektrode und die Messung kann sofort beginnen. Auf Wunsch stehen auch Messklemmenadapter für unsere Bananensteckverbinder zur Verfügung. Stecken Sie diese einfach auf die Leitungsenden auf und schon können Sie sich an beliebige Messkontakte oder Elektroden anklemmen. Ein sehr einfaches, aber dennoch äußerst effektives Beispiel hierfür sind rostfreie Stahlnägel. Schlagen Sie diese zum Beispiel in Holz oder Mauerwerk ein und klemmen Sie die Messleitung daran an. Sie werden umgehend aussagekräftige und äußerst präzise Messergebnisse erhalten. In vielen Fällen ist es notwendig, Messleitungen dauerhaft und fest mit einer Materialprobe zu verbinden. Hierfür können sogenannte Ringkabelschuhe einfach am Ende der Leitungen angebracht werden. Bei einer Messung, zum Beispiel in Holz, werden diese an der Oberfläche angelegt und über eine eingedrehte Edelstahlschraube wird ein robuster Kontakt zum Material hergestellt. Da es abhängig von Elektrodengröße und Material in manchen Fällen relativ schwer ist, eine Schraube direkt in die Messprobe einzudrehen, kann durch Vorbohren der mechanische Widerstand deutlich verringert werden. Legen Sie die Ringkabelschuhe anschließend wie gehabt an der Materialoberfläche an und drehen Sie die Schraube fest. Durch das Anpressen des Schraubenkopfes an den Ringkabelschuh ist so eine solide und zuverlässige Kontaktierung garantiert. Unisolierte Schrauben kontaktieren die Messprobe über die gesamte Länge und messen so den feuchtesten Wert am Elektrodenschaft. Falls eine präzise Messung in einer vorgegebenen Materialtiefe gewünscht ist, bohren Sie einfach mit einem großen Bohrer vor. Die Oberfläche wird anschließend mit einer Kunststoffbeilagscheibe isoliert und die Ringkabelschuhe werden darauf aufgelegt. Durch die Verwendung einer am Schaft, zum Beispiel mit Schrumpfschlauch, isolierten Schraube kann das Material so punktuell in einer genau definierten Tiefe kontaktiert werden. Auch in Mauerwerk kann über kostengünstige Spreizdübel eine ähnliche Montage unkompliziert durchgeführt werden. Der Thermofox verfügt standardmäßig über einen Speicher für 4000 Messwerte und kann optional auf bis zu 64.000 Messwerte aufgerüstet werden. Abhängig von der Anzahl an aktiven Sensoren und dem eingestellten Aufzeichnungsrhythmus ergibt sich daraus die mögliche Messdauer. Wenn Sie zum Beispiel Sensoren für 8x Materialfeuchte und 2x Temperatur aktiviert haben, so kann das System bei einem Rhythmus von einer Stunde bis zu 9 Monate Daten aufzeichnen. Das Gigamodul unterstützt neben der Aufzeichnung des elektrischen Widerstandes beliebiger Materialien auch die direkte Messung der Materialfeuchte von Fichten- oder Kiefernholz. Mithilfe der beiliegenden Analysetabellen sowie unserer leistungsstarken und umfangreichen Materialbibliothek kann mit der PC-Software der Feuchtezustand zahlreicher Baustoffe und Hölzer genau bestimmt werden. Das materialfeuchte Gigamodul bietet einen enorm großen Messbereich, der zum Beispiel bei Holz von deutlich unter 6% bis über 90 Gewichtsprozent reicht.
Dies entspricht einem elektrischen Widerstand von 10 Kiloohm bis weit über 100 Gigaohm. Das Datenlogger-System ist aus diesem Grund für nahezu alle denkbaren materialfeuchte Messaufgaben geeignet. Da die Temperatur besonders bei der Bestimmung der Holzfeuchte eine wichtige Rolle spielt, wird natürlich auch eine entsprechende Temperaturkompensation für die ermittelten Messwerte in unserer Software angeboten. Der Mess- bzw. Analyserhythmus des Systems ist beliebig einstellbar und liegt abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall zwischen einer Sekunde und 24 Stunden. Das Datenlogger-System wird durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt und kann über bis zu einem Jahr Messdaten aufzeichnen. Bei Bedarf können die Batterien natürlich jederzeit einfach und kostengünstig ausgetauscht werden. Alle Datenlogger der Scantronic Mugrauer GmbH können über USB mit dem PC verbunden werden. Das entsprechende Interface-Kabel wird hierfür einfach rechts am Thermofox angeschlossen und die Analyse-Software übernimmt das Auslesen bzw. die Konfiguration des Messsystems. Das kann dann zum Beispiel so wie auf diesem Bild aussehen. In der Mitte sehen Sie die unterschiedlichen Messkurven des Datenloggers. Über die Knöpfe links am Bildschirmrand wird der Datenlogger eingestellt und die Toolleiste am rechten Bildschirmrand beeinflusst das Aussehen des Diagramms. Über die mathematische Kurvenberechnung kann die bereits angesprochene Materialumrechnung, die Temperaturkompensation und viele weitere Berechnungen durchgeführt werden. Hierzu stehen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung, die über den Parameterbereich einfach an Ihre Anforderungen angepasst werden können. Per Knopfdruck können die Messwerte natürlich auch nach Excel übergeben werden. Hier stehen dann noch weitere tabellarische und numerische Funktionen zur Verfügung. Aber auch komplexe Diagramme können einfach erzeugt werden.